die gleich als Gejagte auf die Strecke geht. Kleiner Strauchler gleich zu Beginn bei Franziska Preuß, nur 4 Sekunden dahinter. Und dann hat sie gleich die Französin Sophie Chauveau an den Brettenden. Die beiden können sich vielleicht ein bisschen zusammentun auf der Strecke. Janina Hettich-Walz auch nur mit 24 Sekunden Rückstand, also gerade mal die Länge einer Strafrunde. Ausgangsposition exquisit. Sie eine tolle Schützin. Und hier gehen wir zum ersten Mal raus auf die Strecken, die wir in den letzten Tagen schon einige Male wirklich gelobt haben. Für die Bedingungen, die es hier gibt, ist das wirklich herausragend, was die knapp 800 freiwilligen Helfer hier zustande gebracht haben. So, wo sind die anderen Deutschen? Schauen wir einmal ganz schnell. Auf der 13 Vanessa Vogt, 53 Sekunden Rückstand, ganz links da jetzt zu sehen. Jetzt geht's los für die einzige Thüringerin im Team. Und mit der 15 auch Sophia Schneider, die stark zurückgekommen ist aus einer kleinen Krankheitspause. Wen haben wir noch aus deutscher Sicht? Gleich schauen wir mal auf die 21, links im Korridor. Die jüngste Deutsche mit ihren 19 Jahren, Selina Grotjan, die jetzt schon dreimal in diesem Winter 21. geworden ist. Eigentlich ist sie darüber ganz froh, aber viel lieber würde sie Top 15 machen. Denn zweimal Top 15 würde bedeuten, auch sie, die Jüngste, schafft die WM-Quali. Aber was sie bisher abgeliefert hat in diesem ersten Weltcup-Jahr, das ist wirklich aller Ehren wert. So, eine Deutsche gibt es dann noch mit der 33, Hanna Kebinger, Rückstand 1,57. Wir aber, Erik, gehen gemeinsam zum ersten Mal raus auf die Strecken. Was ist dir aufgefallen? Was ist heute das Besondere, die extreme Herausforderung? Ja, die extreme Herausforderung sind heute fünfmal diesen Bürgstieg hier hoch. Wir sehen hier von hinten die Franzi Preuß, die jetzt schon hinter Sophie Chauveau klemmt. Da kann man heute sehr viel Zeit gut machen und muss auch hier Zeit gut machen, weil danach geht so ein bisschen die Strecke aus. Da gilt es heute, ja, die Nerven zusammenzuhalten, dass man da auch richtig zum richtigen Zeitpunkt attackiert, aber auch so ein bisschen sich vielleicht zurücknimmt, um, so wie heute bei den Männern wie Strömsheim, die Energie im Schlusssprint noch zu haben. Ja, ist doch immer eine spezielle Herausforderung, so ein Verfolgungsrennen. Und gerade hier sehen wir nochmal den kleinen Strauchler von Franzi Preuß zum Einstieg, gerade wenn es den Bergstieg raufgeht oder den Bergsteig, je nachdem, wie Sie möchten. Da, wo die Zuschauer im Vierer-, Fünfer-Reihen stehen, Spalier stehen und dich anfeuern, hat gestern auch Janina Hettich-Walz gesagt, da musst du höllisch aufpassen, nicht schon beim ersten Mal dich komplett auszupowern und dann beim zweiten Mal schon blau zu sein. Ja, aber gleichzeitig täuscht das auch ein bisschen über die Müdigkeit hinweg. Also man kann immer das erste Mal überziehen und beim zweiten Mal merkt man es nicht so richtig und dann kann man immer so ein bisschen auch davon profitieren. Justine Breisas-Boucher momentan in einer eigenen Liga, gestern noch mal fast eine halbe Minute schneller als die zweitschnellste, als die Schwedin Elvira Öberg. Und auf der letzten Runde hat sie Franzi Preuß sage und schreibe 29 Sekunden abgenommen und noch den Sieg aus dem Feuer gerissen. Die beiden ganz starke Verfolgerinnen, gerade Franziska Preuß mit momentan einer wirklich traumhaften Form am Schießstand, die sensationell gut schießt, lässt jetzt die Französin Sophie Chauveau vorbei. Sicherlich taktisch clever, denn auch die Französin war gestern auf der letzten Runde extrem schnell und am Ende fehlten nur 0,3 Sekunden auf Franziska Preuß. Aber ich glaube, bei den beiden ist es eher auch die nonverbale Kommunikation, dass die beiden gemeinsam die 2 Kilometer bewältigen wollen, um nach vorne so wenig Zeit wie möglich zu verlieren und natürlich auch von hinten niemanden rankommen zu lassen. Auf der Strecke rundherum viele Helfer aus der deutschen Mannschaft, Physiotherapeuten, die Ärztin ist da, der Wissenschaftler und natürlich Sverre Olsby-Reuseland, den wir hier immer hören. Vanessa Vogt hier mit der 13, Sophia Schneider dahinter mit der 15. Vanessa mit einer wirklich unfassbar guten Quote am Schießstand. Gleich, wenn sie zum Liegendanschlag kommen, vielleicht ein bisschen mehr dazu. Hat gestern, hat auch Erik angemerkt, ein bisschen viel Zeit auf der Strecke verloren. Mal schauen, ob das heute vielleicht schon ein ganzes anderes Bild abgibt. Jetzt haben wir gerade die Franzi mit einem kleinen Loch zu Sophie Chauveau gesehen. Das jetzt kleine Sägespäne und direkt in die Henkelschleife rein. Ist auch noch mal ein knackiger Anstieg für die Frauen heute. Da hat sie vielleicht im Übergang vielleicht ein bisschen Zeit verloren. Oder Sophie Chauveau hat mal kurz den Turbo gezündet.
und geht sie rein in diesen Kessel. Es ist nach wie vor ein sensationelles, ein fantastisches Bild und ein Ohrenschmaus, wenn die 20.000 hier Gas geben. Unfassbar, unvergleichlich diese Arena. Eigentlich nur Nové Město kommt da irgendwie heran. Auch das ist ein großer Kessel, wo es ja in diesem Jahr die Weltmeisterschaften geben wird. So, jetzt Justine Brezaz-Boucher zum ersten Mal am Schießstand. Das Liegenschießen, wenn sie überhaupt eine Schwäche hat, dann ist es das. Bisher nur 82% Trefferquote. Das ist deutlich weniger als die deutschen Frauen. Franzi Preuß zum Beispiel ist dabei 95%. Gestern genau das, der kleine Knackpunkt. Zwei Fehler gleich zum Auftakt beim Liegenschießen. Schauen wir mal, wie es der Französin heute gelingt. Ihre Landsfrau Sophie Chauveau jetzt schon da und auch Franziska Preuß gleich beim Liegenschießen. Ja, makellose erste Serie der Französin, lässt erstmal keine Luft ran und die anderen. Fehler leider bei Franziska Preuß. Chauveau mit 3 Treffern, die nächsten sind da. Chauveau und Franzi Preuß müssen jeweils einmal 150 Meter extra laufen. Anna Magnusson, die Schwedin vorn im Anschlag. Simon, die Schnellschützin, hat vielleicht zu schnell begonnen, gleich mit einem Fehler. Und jetzt schauen wir auf Janina Hettich-Weiß. 96% Trefferquote im Liegenschießen. Damit wird sie von nur einer einzigen ganzen Feld übertroffen. Toll gemacht. Schnelle Serie, fehlerfrei, einmal mehr. Aber auch die anderen wie Tozzi, Jean Monod, Richard jetzt hier ohne Fehler. Kaum Wind am Schießstand, perfekte Bedingungen. Justine Brezaz-Boucher mit 4 Sekunden Vorsprung auf Franziska Preuß gestartet. Jetzt hat sie 30 Sekunden auf Elvira Oeberg. Sophia Schneider links im Bild, rechts Vanessa Vogt, fehlerfrei. Die Oberhoferin Sophia Schneider jetzt mit dem Fehler. Muss eine Runde drehen. Hettich-Weiß, Vogt, fehlerfrei. Franziska Preuß und Schneider mit jeweils einer Strafrunde. Dann sehen wir hier schon Selina Grotjan. Mit großem Respekt gestern gestartet, war dann aber der Euphorie voll. Und jetzt schießt sie hier 2 Fehler. Schade drum, kein guter Einstieg in so eine Konkurrenz. Beflügelt natürlich logischerweise, wenn man da fehlerfrei reinkommt bei diesem ersten Schießen. Jetzt muss sie gleich 300 Meter kreiseln. Elvira Oeberg, hatte ich Ihnen eben schon gesagt, auf Rang 2. Das Bemerkenswerte daran ist, sie ist als 11. gestartet und ist jetzt schon auf Rang 2 nach vorn gekommen. Da sieht man mal, was alles möglich ist im Verfolgungs- oder auch Massenstartrennen. Und das hier die einsame Spitzenreiterin Justine Brezaz-Boucher. Wir haben Ihnen schon einige Male erzählt von der unsäglichen Kreditkartenaffäre mit Julia Simon. Damit will ich Sie auch nicht weiter belämmern, aber extrem ist, dass sie davon unbeeindruckt ihre Kreise zieht. Und ich sage Ihnen gleich mal ein paar Gemeinsamkeiten von Justine Brezaz-Boucher und Julia Simon. Und wenn wir die Französin vielleicht mal wieder im Bild haben, die durchaus interessant sind, bemerkenswert in Verbindung mit diesem kleinen Stress innerhalb der französischen Mannschaft. Hier Franziska Preuß, die natürlich deutlich zurückgefallen ist. 38,8 Sekunden waren das nach dem ersten Schießen. Und Franzi hat ihre Probleme hier an dem Anstieg. Sie ist eigentlich mit Lisa Vitozzi, Sophie Chauveau aus dem Schießstand rausgelaufen und hat jetzt hier so ein paar Meter zwischen sich und Lisa Vitozzi gehabt. Hier gibt es Überholvorgang Mona Bronson gegen Vanessa Vogt. Also das sind jetzt hier die zwei angezeigten deutschen Athletinnen jetzt nicht ganz so frisch da. Mona Bronson hat eine deutlich höhere Frequenz als Vanessa Vogt, die zwar im Kopf größer ist, aber sich doch hier deutlich schwer tut. Viel zu schaffen machte, jetzt sieht sie es eher als Lust, denn als Last.
Aber der Start in diesem Sprint war vom Schießen her gut, von der läuferischen Leistung nicht so gut. Sie hier, zweitbeste gestern an der Spur, jetzt auch auf Rang 2 im roten Trikot. Die Führende in dieser Einzeldisziplin der Verfolgung, die Schwedin Elvira Öberg. Janina, ohne Tendenz, Franzi, two left, eine hoch. Also wie Sie zu Hause wissen, man kann ja an der Diopter-Einrichtung Verrastungen vornehmen, das heißt die Visierlinie verändern. Eine Raste ist, glaube ich, nur Alibi. Wenn man dreimal dreht, ist das über den Daumen gepeilt, 1 Zentimeter. Wir haben eben gehört, 2 und eine nach oben für Franzi Preuß, war die Ansage von Sverre Olsby-Reuseland. Ich gucke hier gerade auf die Bilder von Lena Hecki. Das war jetzt auch kein, es war zwar ein Spurwechsel, aber der war nicht nach Lehrbuch. Das sah deutlich, sah sehr wackelig aus, sagen wir mal so. Ohne Tendenz, der Hinweis für Vanessa Vogt, also geschossen hat sie sehr gut, wie zuletzt auch. Auch sie eine mit einer tadellosen Schießquote, denn sie ist die beste im Liegenanschlag, Vanessa Vogt, mit sage und schreibe 97%. Ganz im Unterschied dazu Elvira Öberg mit ihren 84%. Wie alle anderen Mannschaften haben auch die Schweden rundherum auf der Strecke Helfer, Betreuer, Funktionäre verteilt, die die Zwischenzeiten durchgeben. Hier wieder die große Gruppe. Hinten dran hängen jetzt unsere Frauen, Janina Hettich, Franzi Preuß. Franzi hat 9 Sekunden von Schießstandausgang bis zum Birkstieg oben verloren. Vanessa Vogt hatte 12 Sekunden verloren. Ich meine, für Franzi sieht das wieder ganz gut aus. Sie ist in der Gruppe mit dabei, kommt zum zweiten Schießen zusammen. Aber bei Vanessa, ja. Wir sehen Jean-Marc Chablot, den langen Schweizer, der allerdings auf die Zweitplatzierte wartet, auf Elvira Öberg. Denn er ist Schwedentrainer und das ist die Führende, Justine Breisas-Boucher, mit einer makellosen ersten Schießanlage. Und wenn sie bei ihrer Laufform auch durch den zweiten Liegenanschlag so durchkommt wie vorhin durch geschnitten Brot, dann gibt es eigentlich kein Entrinnen, dann ist sie eigentlich kaum zu schlagen. Ein ganz klein wenig korrigiert, bei links. Minimal. Und 2 Rasten bei links. Leichtes Zittern vorne am Lauf zu sehen. Ja. Alles in allem, lupenreine Serie, sagt auch Jean-Paul Jacquinot. Applaus für Justine Breisas-Boucher, die vorne ein wirklich fabelhaftes, einsames Rennen läuft bis hierher. Jetzt Elvira Öberg. Ja, ganz stark, etwas langsamer geschossen, auch sie fehlerfrei. Das Liegenschießen auch bei der Schwedin zuletzt ein bisschen wackelig. Jetzt heute beide, die Französin und Elvira Öberg, mit 0 Fehlern durchgekommen, baut ihre Führung aus, die eine und die andere ihren 2. Platz. Franzi Preuß hat jetzt alles getroffen, genauso wie Janina Hettich-Walz, auch wie Tozzi Richard fehlerfrei durchgekommen. Jetzt schießt Julien Simon, ebenfalls 0 Fehler. Es wird sehr gut geschossen, es muss auch gut geschossen werden heute, denn die Bedingungen am Schießstand fast wie im Labor. Es war so eine Besonderheit, Franzi als schnelle Schützin hat durch den Fehler sich rausbringen lassen, hat sogar langsamer geschossen als Janina, was sonst ja immer anders ist. Wir sehen jetzt Vanessa Vogt, nochmal zur Erinnerung, 97% Trefferquote im Liegenschießen, fantastisch. Auch dank eines guten Schießtrainers, der neben mir sitzt, der ihr in letzter Zeit ein bisschen was beigebracht hat. Nein, den Kopf. Den Schuh darf ich mir nicht anziehen. Geht nicht auf sein Konto, okay. Bescheiden, wie er ist. Sophia Schneider. Ja, tolle Serie im letzten Jahr hier bei den Weltmeisterschaften, von Rang 7 im Sprint auf Platz 5 in der Verfolgung nach vorn gelaufen. Heute hat sie noch nicht so viel Boden gut machen können, dank des Fehlers nach dem ersten Schießen. Noch einmal die Schießanlage von Justine Breisas-Boucher.
liegt sehr entspannt am Schießstand. Wirklich perfekte lehrbuchreife Haltung und eine zweite tadellose Serie. Elvira Öberg. Ja, die ersten beiden mit leichter Rechtstendenz, dann fast dreimal eine 10. Auch das war überzeugend. 23,4 Sekunden der Rückstand der Schwedin. Wo sind die deutschen Damen hier? Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß, beide vereint auf dem Birksteig. Rückstand jetzt 41,4 Sekunden, so war es nach dem Schießen. Franzi Preuß 3 Sekunden dahinter, hat fast aufgeschlossen. Sophie Chauveau verliert hier 5 Sekunden. Richard verliert. Also Justine Parasatz auf der Strecke wieder richtig stark unterwegs. Und Janina und Franzi verlieren auch wieder viel Zeit hier am Bürgstieg. Entweder das ist eine falsche Pacing-Strategie oder das geht heute an dem Anstieg nicht so richtig gut. Beine sind nicht ganz frisch. Die Abfahrt haben wir jetzt noch nicht so richtig analysieren können, ob vielleicht doch die Skier nicht so schnell laufen. Aber das kann ich jetzt nicht so sagen, könnte ich jetzt nicht vermuten, weil bei den Männern war es heute ganz ordentlich. So, dann schauen wir mal auf Sophia Schneider, die sich hier natürlich auch raufquält. Körpersprache spricht Bände, auch das Gesicht, der weit aufgerissene Mund. Es ist was ganz Besonderes. Dieser Birksteig, er zieht sich unendlich lang und quälend dahin. Ein bisschen modifiziert gegenüber den letzten Jahren und dennoch anstrengend wie kaum ein anderer Anstieg im gesamten Weltcup. Ganz stark hier vorne im 1-1er Sophie Chauveau mit der 3. Die 24-jährige Französin, die gestern die beste Saisonleistung abgeliefert hat in diesem neuen Winter. Abstand nach vorne bleibt. Hinweise fürs Schießen gibt es ja jetzt nicht mehr, Erik. Wird eigentlich nur bei den Liegenanschlägen gemacht. Jetzt kommt ja das Stehenschießen. Jetzt gibt es so ein bisschen Hinweise, was die Abstände anbelangt. Und vielleicht auch die ein oder andere Motivation und ein Technikhinweis. Genau. Ich denke, Motivation sollte man, wenn man in den Top 20 liegt, noch Kontakt nach vorne hat, braucht man, glaube ich, keine Motivation zurufen. Aber diese nochmal wach machen, wirklich den Fokus nochmal irgendwo hinrichten, vielleicht auch mal mit einer bewussten Information den Fokus woanders hinlegen, wo der Athlet kurz wieder wach gemacht wird, aus dem Trott rausgeholt wird. Wieder taucht sie ganz allein in den Kessel der Oberhofer Grenzadler Arena ein. Justine Breisas-Boucher mit 23 Sekunden Vorsprung weg nach dem zweiten Schießen. Jetzt kommt sie zum ersten Mal an den Stehendanschlag und sie läuft wirklich schon wieder ein fabelhaftes Rennen. Ist auch, was das Laufen anbelangt, in großartiger Verfassung. Hier zwei Franzosen unter sich, Jean-Paul Jacquinot und Sigi Mazé, der allerdings seit 2016 jetzt schon im Team der Norweger verantwortlich. So, da sehen wir Elvira Öberg und dahinter dann Caroline Offistad-Knotten und Sophie Chauveau, die nach dem zweiten Schießen nur 15 Sekunden Rückstand auf die Schwedin hatten. Vorsprung von Breisas-Boucher, mindestens mal eine Strafrunde. Nutzt da die ganze Trefferfläche aus. Mal rechts, mal links. Wahnsinn. Bong. Der vierte war dann zu viel des Guten. Das war die erste Strafrunde. 11,5 cm im Durchmesser. Die Scheiben beim Stehenschießen. Da hat sie rechts und links alles ausgelotet. Muss eine Runde drehen und wird dennoch als Führende auf die nächste Runde gehen. Elvira Öberg. Fehler in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Stehenschießen, sagt, da habe ich deutlich mehr Kontrolle über meinen Körper als beim Liegendanschlag. Übrigens Julia Simon jetzt ruckartig durch, eine Wahnsinnsschnellfeuereinlage, rückt weiter auf, nach vorn vorbei an ihrer Mannschaftskameradin Sophie Chauveau.
Und Jeanne Richard, die Französin, die gestern ihren Einstand in den Weltcup feierte, die hält sich hier bravourös mit Startnummer 8 jetzt durch mit dem Schießen. Janina Hertig-Walz muss in die Runde. Franzi Preuß mit einer Nullfehler-Einlage. Sehr schön. Geht da gleich auf die Verfolgung der ersten beiden. Und diese ersten beiden sind Justine Brassas-Boucher, dann Julien Simon, dann Jeanne Richard. Elvira Oeberg ist raus aus der Runde als Vierte. Dann kommt Franzi Preuß auf Platz 5. 36,6 Sekunden Rückstand nach ganz vorn. Aber Tuchfühlung auf Elvira Oeberg und Jeanne Richard. Die nächste starke Französin ist weg vom Schießen. Jean Monod und Vanessa Vogt. Eine der wenigen Feld, die auch im Stehendanschlag eine Trefferquote von über 90% hat. Und aber Fehler beim letzten. Also heute brauchen unsere Frauen auch die fehlerfreien Schießergebnisse, weil sie verlieren hier auf der Runde 20 Sekunden. Das ist fast eine ganze Strafrunde, die sie auf einer Runde 2 Kilometer verlieren. Da passt was nicht so richtig. Das ist natürlich dann schade, aber ich hoffe mal, dass jetzt in der vierten Runde Franzi Preuß die Angel auswerfen kann zu Elvira Oeberg hier vorne oder vielleicht auch Sichtkontakt zu Jeanne Richard, dass er da dran bleibt beim letzten Schießen wenigstens die Möglichkeit hat, mit einem kleinen Finger Richtung Podest zu schielen, wenn man auf der letzten Runde mit dem Publikum im Rücken wirklich um das Podium kämpfen zu können. Also ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor dieser jungen 21-jährigen Französin hier, Jeanne Richard mit der 8, die macht das herausragend. Führende im IBU Cup, deshalb bekam sie die Chance, hier in Oberhof mitzumischen. Und vorn, ich weiß nicht, welcher Drehbuchautor das fabriziert hat, wer hier Regie führt, auf den Plätzen 1 und 2, Justine Brassas-Boucher und von 10 auf 2 nach vorn gerückt, Julien Simon, die beiden, die sich so lange schon bekriegen, die nicht miteinander sprechen im französischen Team. Und Julia Simon ist wirklich unfassbar rangerückt, hatte beim Start als 10. 41 Sekunden Rückstand. Jetzt beim Schießen waren es noch 10. Da haben wir sie mit der 10 auf der Startnummer, Julia Simon. Sie investiert natürlich jetzt auch viel. Als Verfolgerin bist du immer am Gas dran. Und Justine Preissas kann sich das Rennen von vorne einteilen, kann selber entscheiden, wie schnell sie läuft. Und Julia Simon, die muss immer Gas geben. Dann Elvira Oeberg, jetzt vorbei wieder an Jeanne Richard. Dann Janina Hettich-Walz, die wir hier mit der 5 sehen. Im unteren Part des so quälend langen Bergsteiges. Franzi Preuß ist da schon durch auf Platz 5. Hier vorne mit der 2, groß im Bild. Macht eine fabelhafte Saison, schon dreimal Zweite gewesen. Jetzt auch wieder vor Sophie Chauveau. Starke Truppe hier hinter, aber Lisa Vitozzi, eine ausgemachte Verfolgungsspezialistin, kommt auch nicht so richtig vom Fleck. Als Siebte gestartet, als Siebte auch jetzt noch unterwegs. Lisa Vitozzi mit einem Fehler bis hierher, aber vorn wird halt mächtig auf die Tube gedrückt. Julia Simon hat bis zu dem Punkt jetzt hier vom Schießen weg 7 Sekunden verloren. Hat in der Abfahrt ein bisschen was gut gemacht. Jetzt sehen wir hier mal die Unterschiede in der Abfahrt. Diese Rechtskurve, eigentlich, ich denke, wenn man mit Mut kompakt die Hände vorne zusammen. Alpine kam da gerade eben vorne weg. Da kann man wie offenbar ein sehr gutes Brett der Französin, die da vorbeigefahren ist an Elvira Oeberg. Franziska Preuß drückt jetzt ein bisschen auf die Tube, kann sich sogar ein bisschen lösen von Sophie Chauveau. Das finde ich großartig, wenn man weiß, die Französin hat ihr gestern in der letzten Runde auch 20 Sekunden etwa abgeknöpft und ist bis auf 0,3 Sekunden rangelaufen an Franzi Preuß, die letztendlich dann Zweite wurde vor Chauveau. So, Janina Hettich-Walz als 11., als 10. weg nach dem Schießen. Möchte auch nicht verschweigen, Vanessa Vogt auf 14 und Sophia Schneider, die sich als 15. nach wie vor sehr gut hält. Sehr kompakte, sehr gute deutsche Mannschaftsleistung bis hierher. Und die beiden vorn, Justine Brassas-Boucher und Julien Simon, interessante kleine Randgeschichte. Sie stammen aus demselben kleinen Verein, aus Les Saisies. Der eine oder andere wird sich erinnern, Olympische Winterspiele 1992. Sie haben beide 2 Schwestern, sie sind beide 27 Jahre alt. Sie haben beide viele Sommer auf
eine Alm verbracht, weil ihre Eltern Kuhbauern und Käsehersteller sind. Sie wurden beide nacheinander in den A-Kader Frankreichs berufen. Justine Brezaz ein bisschen früher. Das wurmte natürlich Julien Simon, all dieweil sie ständig mit der Gleichaltrigen aus ihrem Verein verglichen wurde. Also die kennen sich schon von Kindesbeinen an. Ja, umso bedauerlicher, dass sie seit Sommer 22 im Komplett-Clinch liegen, nicht mehr miteinander reden, weder beim Abendessen noch beim Training. Aber dafür und jetzt auch der Deckel drauf auf dieses Thema. Ich denke mal, der ein oder andere wird schon genervt sein. Ich finde nur die Geschichte, dass sie sich schon so lange kennen und so viele Gemeinsamkeiten haben, so viele Parallelen, ist schon bemerkenswert irgendwie. Und gleich werden sie nebeneinander stehen hier beim letzten Schießen. Eine große Showdown. Justine Brezaz-Boucher, letzte Fünfer-Serie, stehend Anschlag. Oh, der dritte war weit rechts, der vierte weit links, dann wieder eine rein. 300 Meter Strafe und jetzt kommt die Extremschnellschützin Julien Simon. Geht sie volles Risiko? Ja, sie geht. Fehler beim dritten. Und jetzt geht sie in Führung. Julien Simon geht tatsächlich vorbei an Justine Brezaz-Boucher. Es ist Wahnsinn. Diese Dramaturgie hätte man nicht vorhersehen können. 40 Sekunden Rückstand am Start, als Zehnte rausgegangen Simon. Und jetzt vorbei, gleich an der kreiselnden Justine Brezaz-Boucher. Die muss zweimal rum. Julien Simon nur einmal. Chance für die anderen. Jeanne Richard, Elvira Oeberg. Beide mit Fehler. Entschuldigung, die Chance für die anderen für was? Platz 1 oder Platz 3? 3. 3. Zumal sie sich jetzt alle ihre Chancen verderben. Chauveau 2 Fehler, Oeberg 2 Fehler, Richard 2 Fehler. Was macht Franziska Preuß? Die Superschützin auf Wolke 7. Sensationelle Serie. Ja, ach, das gibt's doch nicht. Die Tür sperrangelweit offen zum dritten Platz. Und trotzdem wird wieder ein super Resultat für Franzi Preuß. Kurz abgewartet vom letzten. Nicht belohnt. Janni Hertig-Walz schießt sie eine weitere Null. Dann ist sie auch wieder unter den Top 6 in diesem Wettbewerb. Auch sie verpatzt den letzten. Was ist denn hier bloß los? Lou Jean Monod, die macht's besser. Fehlerfreie letzte Serie. Die Französinnen gestern zu fünft unter den besten 10. Und jetzt schon wieder mit einem ähnlich starken Auftreten. Simon vor Brezaz. Letzte Runde. Wahnsinn spannender. Hätte man dieses Drehbuch nicht schreiben können. Kommt sie noch mal ran, Justine Brezaz-Boucher in der Spur. Ganz klar die bessere. Jetzt bin ich gespannt, denn Justine Brezaz hatte gestern auf dem Weg zum Bürgsteig hinauf richtig viel Zeit gut gemacht. Das ist ihre Stärke. Julien Simon würde ich als stärkere Sprinterin einschätzen. Und wenn jetzt Brezaz da ranläuft, wie dann das Duell ausgeht, wenn Brezaz vielleicht ein bisschen an, mit ein bisschen mehr Laktat in den Beinen dann zum Endspurt kommt, sollte die Karten für Julien Simon ausliegen, aber... Erik, die Spannung ist hoch, was die ersten beiden Plätze anbelangt, aber genauso hoch, was Rang 3 anbelangt, denn Franzi Preuß trotz des Fehlers auf diesem dritten Platz mit 2 Sekunden Vorsprung auf Lou Jean Monod rausgegangen und das wird das nächste spannende Duell um Platz 3. Es sei denn, die junge Dame der 17, die da sehr stark ist am Anstieg, Ingrid Landmark-Tandrevold, macht den beiden noch einen Strich durch die Rechnung. Sie ist hier eine echte Oberhochspezialistin, auch wenn sie hier vor ein paar Jahren mal einen kleinen Kreislaufkollaps erlitten hat am Birksteig, aber das ist Vergangenheit. Ingrid Landmark-Tandrevold in einem sehr, sehr starken Jahr unterwegs. Zweite in der Weltcup-Gesamtwertung. Simon mit der ersten Überrundung. Die Australierin wird hier überrundet. Simon, die sieht mehr so ein bisschen kämpferischer aus als hinten Brezaz. Die müsste man jetzt schon längst sehen. Die müsste eigentlich größer werden. Die sah mir jetzt ein bisschen passiv aus. Übrigens... Geschichte wiederholt sich, Erik. Als Zehnte im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften gestartet, Julien Simon. Am Ende war sie Verfolgungsweltmeisterin. Und hier gibt es jetzt das Überholmanöver von Tandrevold. Die hat jetzt Meter gut gemacht auf den ersten 100 Metern im Bürgsteig und Elvira Oeberg vorbei. Also Franzi auch in der letzten Runde bestätigt sich, dass läuferisch heute nicht so viel geht. Sie sieht auch vor dem Bein hier, im rechten Bein, nicht so spritzig aus. Da müsste der Beinabdruck deutlich früher kommen. Und dennoch wiederum ein starkes Rennen von Franziska Preuß, die einfach mal bis zum letzten Schießen um die Medaillen hier mitkämpft. Das ist überragend. Und schau dir diese Elvira Oeberg an, wie die hier den Berg rauf fliegt. Das ist ja sensationell. Grußlos vorbei an Lou Jean Monod. Elvira Oeberg jetzt wieder auf einem Treppchenplatz. Dann Lou Jean Monod, dann Ingrid Landmark-Tandrevold, die hier noch lange nicht aufgesteckt hat. Die Französin wird sie sich sicherlich noch schnappen, aber Elvira Oeberg scheint
ganz klar, wie gestern schon zu sehen, die zweitschnellste in diesem Feld zu sein und sich hier möglicherweise Rang 3 zu sichern. Franziska Preuß jetzt zurückgefallen, dahinter Lisa Vitozzi. Und hier vorn wird es immer enger. Sie spürt natürlich und hört auch den Atem der Verfolgerin sicherlich. Sie bekommen jetzt beide die Zwischenzeiten zugerufen. Justine Breisas-Boucher kommt aber nicht wirklich näher ran. Die Julia Simon, die hört da gar nichts mehr. Im Gegenteil. Die hört nur noch die Fans, die will nach vorne. Und das ist ja das, was sie auch stark macht, Julia Simon. Du sagtest ja gerade bei der Weltmeisterschaft, auch mit Startnummer 10 nach vorne gekommen. Das erinnert mich so an Anton Schipulin. Das war auch in dem Verfolger als Gegner so nervig, mit dem zu laufen, weil der war im Verfolger so stark. Der hat da von Energie gezogen von den anderen. Das war so ein Energienehmer. Ja, unglaubliche Geschichte da vorne an der Spitze, die beiden Französinnen. Und hier Elvira Oeberg, die noch nicht im sicheren Hafen des dritten Platzes ist. Jetzt kommt Ingrid Landmark-Tandrevold nochmal. Das ist eine Kämpferin, ähnlich wie ihre Freundin Tiril Eckhoff damals. Die beiden lassen nicht locker. Und Franziska Preuß wird hier nochmal ordentlich angefeuert. Dann hinter ihr mit der 6, da kommt Caroline Offistad-Knotten. Unaufhaltsam näher, momentan die beiden auf den Rängen 6 und 7. Das hier jetzt das Duell um Platz 3. Vorn Elvira Oeberg, dahinter Ingrid Landmark-Tandrevold. Dazwischen jetzt ohne Chance auf eine Medaille Lou Jean Monod, die schön geschossen hat heute mit nur einem Fehler. Beste aus dieser Spitzengruppe, alle anderen mit 2 oder 3 Fehlern. Aber hier geht es um Rang 3 von die etwas größer gewachsene Elvira Oeberg, die jeden Moment mit der Attacke von Ingrid Landmark-Tandrevold rechnet, die sich immer wieder umschaut. Kein gutes Zeichen, wenn man nach hinten schaut. Nach vorn muss der Blick gehen und jetzt versucht sie es auf der anderen Seite, die Norwegerin. Und vorn ist alles klar für die Weltmeisterin auf dieser Strecke im letzten Jahr. Genauso wie heute von 10 auf 1. Fantastische Leistung, muss man neidlos anerkennen. Julia Simon hat das überragend gemacht am Ende mit 2 Schießfehlern. Eine unglaubliche Energieleistung und der erste Saisonsieg der Weltcup-Gesamtsiegerin des vorigen Winters. Und Justine Breisas-Boucher nach 4 Siegen in Folge heute mit Rang 2. Keineswegs enttäuschend. Das gelbe Trikot bleibt in ihrem Besitz. Irgendwie schon eine skurrile Geschichte. Die beiden, die sich gar nicht mögen, auf den Plätzen 1 und 2. Aber das, genauso wie in Lenzerheide, finde ich dann wieder bemerkenswert. Dieses Abfausten, das hat man auch dort schon gesehen. So viel sportliche Fairness haben die beiden dann doch noch, auch wenn sie sich momentan vor Gericht bekriegen. Und hier die Attacke von Ingrid Landmark-Tandrevold in der Wiederholung vorbei am Ende an Elvira Oeberg und hat sich am Ende dann noch deutlich absetzen können. Starke Leistung der kleinen Norwegerin Ingrid Landmark-Tandrevold. Sensationell von 17 auf 3 Verfolgungsrennen machen es möglich. Dann Elvira Oeberg. Und dann die nächsten beiden, Jean Monod und Knotten. Da hinten kommt Franziska Preuß nach einem weiteren bemerkenswerten Rennen. 3x zweite schon in diesem Winter, in dem es wirklich richtig rund läuft. Auf den Strecken, jeweils auf der letzten Runde. Da hat sie gestern und heute dann doch ein paar Federn lassen müssen. Und dennoch Gratulation zu Rang 7 vor Vitozzi und Jean Richard. Von 16 auf 10 Lena Hecki-Groß, die derzeit beste Schweizerin. Und dann etwas zurückgefallen vom 5. Platz Janina Hettich-Walz, die sich heute 2 Fehler geleistet hat. Magnusson ist da, Chauveau und Sophia Schneider, die sich wirklich sehr gut gehalten hat. Einen Rang nach vorn gekommen ist von 15 auf 14 mit nur einem Schießfehler. Also die Form von Sophia Schneider ganz steil nach oben zeigend nach ihrer Krankheitspause. Und das hier, der erste Sieg dieses Winters für Julia Simon. Ein sehr beeindruckender, fantastische Leistung von Rang 10. Ich sage es gerne nochmal, Rückstand 42 Sekunden am Start. Am Ende nach ganz vorne. Was für ein elektrisierendes Rennen, echte Werbung für den Biathlon-Sport, der Birksteig. Unter anderem hat es möglich gemacht, dass viele, viele Positionsverschiebungen heute wieder drin waren. Für Vanessa Vogt ging es leider etwas nach hinten mit der 13 gestartet. Dennoch bedankt sie sich bei ihrem Publikum, was sie hier um die Runden getragen hat. Hat 5 Plätze verloren. Am Ende mit nur einem Schießfehler ein bisschen enttäuschend. Ups, und das ging hier nicht gut. Das war Vanessa Vogt,
auf dieser letzten Runde, würde ich mal sagen. Jetzt nachgeschoben. Gut, dass ihr nichts passiert ist, dass sie weiterlaufen konnte, denn es sah durchaus bedenklich aus. Auch der Waffe nichts passiert. Auch dadurch der größer gewordene Rückstand vielleicht ein bisschen zu erklären. Da kommt man natürlich logischerweise völlig aus dem Schwung. Wenn du auf der Abfahrt stürzt, dann sind das sofort 20, vielleicht sogar mehr Sekunden. So, Hanna Kebinger auf Rang 22 hat 11 Plätze gut gemacht. Das soll das erste Mal von hier gewesen sein. Französischer Doppelsieg mit Simon und Brésas-Boucher. Beste Deutsche am heutigen Tag, Franziska Preuß auf 7.